Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 14 mit der Trainerkarriere. Und ja, beim letzten Mal haben wir es endlich geschafft, die Tabellenführung hier für uns zu gewinnen. Und jetzt starten wir durch gegen Union und wollen natürlich unseren Tabellenplatz jetzt auch verteidigen. Hübner hat hier ein bisschen was an Leuten gescoutet. Natürlich können wir hier nicht davon ausgehen, dass die so talentiert sind, wie sie es sonst waren. Aber ich will trotzdem, dass die von Anfang an mindestens, ja, auf einer 55 ungefähr sind von der Stärke her. Und da ist momentan keiner davon. Und deswegen lehnen wir die alle erstmal ganz fix ab. Und es geht dann erstmal weiter, beziehungsweise, ah, nee, wir machen erstmal jetzt eine Stammformation fest, die wir zuletzt so auf jeden Fall auch gesehen haben. Und zwar der Chauner, der Nierich, Gonte und Mohr sind eigentlich unauffällig, spielen also nicht so schlecht, dass ich sagen würde, die müssten raus. Schachten ist auch immer noch ein bisschen besser als Halstenberg, aber die beiden sind immer noch so, wo ich sage, kann man mal tauschen. Buchtmann ist auf jeden Fall, ja, austauschbar gegen Daube, auch wenn er hier besser sein sollte von den Werten her. Kringe, ja, das ist die Frage. Kringe ist so eine Personalie, die ja irgendwie nicht so sicher ist. Deswegen lassen wir mal ganz kurzzeitig hier den werten Herrn Abo spielen. Der spielt ja eigentlich auch nicht auf der Position Kringe. Das muss man natürlich ihm auch zugute halten, ganz klar. Aber ansonsten würde ich sagen, passt das soweit, wie es jetzt erst einmal aufgestellt ist. Und wir tauschen die nochmal schnell ein bisschen alles durch, damit wir wieder sehen, wann sich jemand verbessert hat und so weiter. Das kennt ihr ja mittlerweile von mir. Bisher hat sich das immer bewährt. So konnte man immer ganz schnell sehen, wer dann wirklich auch eine Leistungssteigerung erfahren hat. Der Heinz hier zum Beispiel ist ein bisschen besser geworden als vorher. Können wir mal vergleichen, ob der jetzt besser ist als der Kostas. Was die körperlichen Attribute angeht, erst einmal nicht. Hier auch nicht, so wirklich. Kurzpassspiel. Ja, nee. Also immer noch Kostas. Die Nummer, die wir jetzt auf der Bank lassen, und wir starten in das Spiel gegen Union. Und da werden wir natürlich nochmal ein bisschen gucken, dass wir ein paar andere Leute spielen lassen. Ist egal eigentlich. Bewölkt passt soweit. Und ja, mal gucken, wie wir jetzt spielen lassen. Den Schauner können wir mal runternehmen. Mal jemand anderen drauf. Ich glaube, der war ein bisschen alt hier, der Herwagen, oder? Ja, mit 30 brauchen wir den nicht mehr spielen lassen. Lassen wir mal Himmelmann spielen, ausnahmsweise. Und ich hoffe, dass wir es nicht bereuen. Natürlich. Startelf aber auch mal spielen. Ja, obwohl Nerich. Nehmen wir mal einmal runter, um zu schauen, wie der Unterschied ist. Nerich ja eigentlich eine der wichtigsten Figuren bei uns überhaupt. Tribul geht mal gegen Kringe, da darf man in der defensiven Mittelfeldposition zeigen, was er kann, oder auf der Position. Und ansonsten würde ich sagen, Halstenberg darf noch mal drauf. Ich will jetzt nicht zu viel wechseln, aber Halstenberg zum Beispiel in sehr guter Form. Von daher lassen wir den erst einmal spielen. Ja, und ansonsten passt das so. Was wir noch bräuchten, ist auf jeden Fall ein Stürmer. Und ich hoffe, dass wir da aus der Jugend einen hochziehen können, weil ich habe nicht so wirklich Lust, jetzt noch mal irgendeinen Stürmer zu verpflichten, bevor wir dann wirklich in die nächste Liga aufsteigen, in die erste Bundesliga. Denn ja, wenn wir dann aufgestiegen sind, wird uns wahrscheinlich jemand noch verlassen, und deswegen, das müssen wir uns ja nicht antun, dass das dann so kommt. Also machen wir es lieber, wenn wir dann wirklich schon erste Liga spielen, und dann kommen auch Leute, weil sie bei uns spielen wollen und nicht, weil sie von uns sozusagen gepusht werden wollen. Könnten die ja hochziehen. Boah, nöte, Junge. Ist aber ein Antritt, der lässt zu wünschen übrig. So, decken wir mal hier die Jungs. Ja, toll. Kommen wir nicht ran. So, Kringe mal sehen, ob er in der Defensive ein bisschen besser ist. Ich meine, er hat jetzt ja nicht wirklich schlecht gespielt, aber offensiv ist wirklich nicht so seine Sache gewesen. Muss man ganz klar festhalten, so. Oh, warum gehst du ran da? Das ist doch schon wieder eine Aktion, die unnötig war. Komm, den haben wir. Haben uns gut in den Weg gestellt. Ey, Junge! Pass doch auf, Kollege. So geht's ja nicht hier. Abseits, ne? Radzatkowski auf der falschen Seite hier. Auf Daube. Ah, Daube kommt nicht durch. Schade eigentlich. So, Abo stört zumindest entscheidend, und Halstenberg kommt nach vorne. Halstenberg immer noch
Immer noch. Ah, jetzt war er zuletzt dran, glaube ich. Nee, war er nicht. Dann hat er das wirklich gut gemacht. Muss man ihm auf jeden Fall lassen. Was war das? Abo. Der sollte nach unten gehen. Ah, Halstenberg läuft. Das ist nicht verkehrt. Momentan passt das einigermaßen. Wo passt du denn hin? Ich drücke hier immer nach unten und die passen hier irgendwo in die Gegend. So, Abo hat ihn. Das war ein ganz schlechter Pass. Und ja, deswegen gibt es hier den Abstoß. Ich bin ja auf jeden Fall gespannt, ob wir es schaffen, hier zumindest als Zweiter dann nachher auch die Saison zu beenden. Als Erster wird es sehr, sehr schwierig werden. Denn dafür muss man eigentlich schon relativ viele Spiele gewinnen. Ist nicht so ganz so schlimm wie gegen Bayern in der ersten Liga, aber wird, denke ich mal, auch nicht leicht, wo du den Ball hinspielst. Das ist echt unglaublich. Man passt hier jedes Mal nach oben und der haut ihn irgendwo ins Nirgendwo. Mann, Mann. Oh. Ja, Radzatkowski heute irgendwie überall, aber nirgendwo, wo er sein soll. So, schön gehalten hier von Himmelmann. Den können wir uns auf jeden Fall hochziehen, den Jungen. Versuchen können wir es auf jeden Fall, das ist klar. Ob das dann im Endeffekt was wird, ist die andere Frage. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt war. Der war auch nicht so jung, aber auf jeden Fall noch so jung, dass man bei ihm noch um einiges an der Stärke feilschen kann. Und ich denke mal, der erste Einsatz hier ist dafür schon ganz gut. Beziehungsweise, ich glaube, das ist der zweite Einsatz. Hatten wir irgendwann im Testspiel schon mal dabei. Aber der erste Einsatz, wo es auch mal um was geht. So, und was ich eigentlich heute will, ist erstens natürlich gewinnen und zweitens mehr als ein Tor machen. Am besten sogar zu null, denn so häufig kam das bisher noch nicht vor. Ich weiß gar nicht, einmal erst oder so. Vielleicht auch zweimal. Aber öfters dürfte es dann doch nicht gewesen sein. Daube hier. Wäre natürlich gut, wenn es dann gleich den Himmelmann trifft. Also wenn der dann gleich sein erstes Spiel hier auch zu null machen würde. In der Liga. Würde, glaube ich, für ihn sprechen dann. Uiuiui. Radzatkowski hier. Heute nicht ganz so stark wie sonst. So, Halstenberg. Mit dem etwas ungenauen Pass, aber kommt noch an. Daube. Oh, schade. Abo, gib mir den. Mann. Viel zu spät bekommen, den Jungen. Der Pass war böse. Und daraus müssen wir eine Ecke machen, die wieder mal gefährlich wird. Ecken sind immer so eine Sache hier. Das kann immer mal ins Auge gehen, das Ganze. Und wir schaffen es aber, dagegen zu wirken. Kringe ist hinten dabei. Das ist gut. Kringe ja ziemlich kopfballstark. So, hier der lange Pass. Was? Wo läufst du lang? Nöte, Mensch! Ich laufe mit ihm nach unten und er läuft sich da irgendwo fest. Kollege, Kollege, das war gar nichts. War der schon abseits? Ja. Ach, dieser Meter wieder da vorne. Ein Meter. Ja, wann überhaupt? Mann, Mann, Mann. War sehr eng die Entscheidung, aber ich glaube, es war abseits. Natürlich schade, ne? Wäre ein super Angriff geworden. Ja, lauf nicht mit, Bartels. Hast heute auch nicht deinen besten Tag, wa? So eine Dinge hast du schon mal gesehen. Daran kann ich mich gut erinnern. So, Nöte! Da ist er drin! Er staubt's hier trotzdem ab. Tja, das ist halt ein Nöte, der ist effizient. Erste Chance und erstes Tor. So muss das doch laufen hier. Torwart natürlich keine Chance, der war zu platziert. Und somit steht es 1 zu 0 für uns. Wie gesagt, Ziel ist es, zwei Tore zu machen. Mal sehen, ob wir es hinbekommen. Nöte hier wieder im Ballbesitz. Müssen wir ein bisschen hinten rum spielen. Radzatkowski hier über Halstenberg. Ja, Abo läuft sich nicht frei. Das ist blöd. Müssen wir wieder hinten rum spielen. Ja, Jungs, ihr müsst mal ein bisschen mitdenken, ne? Ein bisschen so in die freien Räume laufen und sowas, das fetzt immer. Ah! Ich habe eigentlich noch angetäuscht, aber gut. So, Startelf auch nicht so häufig zu sehen gewesen bisher, aber vielleicht auch nicht unbedingt negativ. Ich glaube nämlich, dass das eine der Schwächen natürlich ist, mit seinen 55 Stärke oder was der hat. Wird es wahrscheinlich nicht so leicht sein. So, da haben wir nochmal einen guten
Einwurf rausgeholt. Da hat Razatkowski auf jeden Fall eine gute Ballbeherrschung bewiesen. Nicht den Ball einfach abspringen lassen, wie es oftmals hier der Fall ist. Oh, der kommt richtig gut. Ah, schade. Sah aber gut aus, muss man sagen. Hat man im Nachhinein nichts von, aber sah gut aus. Oh ja, oh ja. Kringe hier auf Razatkowski, raus auf Halstenberg. Halstenberg auf jeden Fall auch nicht verkehrt, was so das Offensivspiel angeht. Der denkt da auf jeden Fall ganz gut mit. Und jetzt aber. Nee, immer noch nicht. Das läuft immer noch nicht so, wie es soll. So, Kringe. Ah. Aber ich sag mal, in der Defensive ist der Kringe besser aufgehoben als vorne irgendwo offensiv. Bei Dortmund war er damals, glaube ich, zentraler Mittelfeldspieler, wo es die Position auch noch gab in der Mannschaft. Aber ich glaube eher mit Offensivausrichtung, beziehungsweise eher so ein Spielgestalter. Aber das war auch noch eine ganz andere Zeit. Da war Dortmund auch auf einem ganz anderen spielerischen Niveau. Da gab es diesen extremen Tempo-Fußball noch nicht. Ich weiß gar nicht, da müssten sogar noch die. Also Rosicki war dann auf jeden Fall noch da. Koller dürfte schon weg gewesen sein. Das war gar nichts. Das war gar nichts. Ich weiß gar nicht, wann Koller seine Karriere beendet hat. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Der Jan Koller, eine der Legenden von Dortmund. Für mich zumindest, da ich ihn erlebt habe. Der Mann, der fast jedes Spiel irgendwie ein Kopfballtor gemacht hat, so kam es einem vor. Am tollsten war noch die Szene, wo der irgendwann nochmal im Tor stand mit seinen 2 Metern noch was. Das sah schon lustig aus. Ah, Kringe. So, komm, komm, komm. So, und jetzt. Genau. Nee, nee, nee. Ich dachte, der kommt durch. So, wir gucken mal. Ach nee, ist noch nicht. Wollte schon sagen, das erste Mal wechseln, aber was heißt das erste Mal? Wir hätten dann eh alle gewechselt. Aber noch ist es nicht vonnöten. So Bartels jetzt mit einer schönen Gelegenheit, aber noch nicht. Ah, ich wollte die Ecke haben. Ein Einwurf bringt hier gar nichts. Komm mal ran hier. Genau, da wollte ich dich hinhaben. Und jetzt versuchen wir hier die Ecke rauszuholen. Ah, spiel den in die andere Richtung, Mensch. Wir wollen keinen Einwurf. Wir wollen eine Ecke. So, wir können natürlich auch eine Flanke probieren. Kommt vielleicht sogar besser. Oh, schade. Was war das für eine Aktion? Springt damit hoch. So, mal komplett hintenrum gespielt. Daube. Starzelf da vorne. Oh, ganz schlechter Pass. Der muss natürlich ein bisschen intensiver gespielt werden. Ein bisschen döller. Dann haben wir den. Ey, da waren wir doch gar nicht dran, ne? Zählen wir doch nix. Da waren wir doch nicht dran. Ja, lassen liegen. Lassen liegen. Er tritt sich fest. Tja, ein bisschen Druck gemacht und da macht der Gegner Fehler. So muss das sein. Aber der Falsche geht ran. Der hat nämlich die falsche Blickrichtung gehabt, der Nöte. Deswegen konnte der nämlich ganz leicht da auch wieder rangehen. Wäre da Abo rangegangen, dann wäre es besser gelaufen. So war der Ball dann gleich wieder weg. So, Konter hier schön geklärt. Auf Abo. Komm, kriegst du, Bartels. Ich vertraue dir da. Na toll. Vergeblich, vergeblich vertraut. Auf seine Künste. So, Startelf hier schön geklärt. Auch wenn er sich da nicht so fair durchsetzt, aber. Das war dann danach. Oh, wo passt du hin, Kollege? Steilpass heißt nicht immer hier irgendwo 50 Kilometer in den Raum spielen, sondern am besten so, dass man da auch rankommen kann. Ah. So, ich will hier keinen Unentschieden haben und ich will eigentlich auch noch ein Tor sehen. Das sind so die 2 Bedingungen, die ich hatte. Das soll heißen, wir wollen ein Tor. So, jetzt gibt es die Auswechslung. Ich hoffe mal, dass es jetzt hier kein schneller Einwurf wird. Nöte ist ziemlich unten durch. Da werden wir Matri, Quatsch, Verhoeck draufbringen. Dann würde ich sagen, Starzef geht runter für Kalla und Abo geht für. Ah, nee. Nee, den lassen wir drauf.
Und, boah, wie nehmen wir denn da runter? Bartels, wa? Kommt T mal drauf. Ja, war natürlich klar, er wirft hier ganz schnell ein. Das wollten wir nicht. Wir wollen hier die Auswechslung haben. Aber jetzt hier mal den Angriff. Bitte mitlaufen da drinnen. Was machst du denn da? Junge. Das war überhaupt nix. Oh, und dann spielt er den wieder genau an. Ah. So ein schöner Angriff und er passt irgendwo ins Nirgendwo. Und damit war das alles wieder gegessen. Ganz, ganz schlecht gemacht. Muss ich ja sagen. Also, manchmal ist die Passerkennung echt ein bisschen doof. Ja, gelbe Karte für was auch immer. Die kannst du dir echt schenken. Gib eine Verwarnung, dann ist gut. Ah. Der Ball ist weg und der geht da noch drauf. War auch so die erste Aktion von der Person. Ich würde mir das noch wünschen, dass es hier mal ein paar Verwarnungen gibt. Obwohl natürlich bei der Spielzeit ist es nicht wirklich sinnvoll, noch eine Verwarnung zu geben. Das stimmt schon. Dann würde man auf jeden Fall zu keiner gelben kommen. Also kann man natürlich geben. Es ist ja jetzt nicht so schlimm, da eine gelbe Karte zu ziehen. Wir sind ja auch nicht so in der Bedrängnis, dass ich jetzt sage, hier gelbe Karte und wir sind erledigt. Oh. So, jetzt aber Kringe. Kringe! Oh, wo schießt du hin? Mann, Mann, Mann. Der hätte mal gut sitzen können. Aber Kringe wollte nicht wirklich. So, 79. Minute. Noch immer 1 zu 0. Wie gesagt, Ziel ist es hier ein 2 zu 0 zu schaffen. Tee! Oh, Junge, wo? Ich verstehe es echt nicht. Warum er da nicht den Leu den Jungen anpasst, der dann neben ihm steht. Hab ich noch nicht ganz gerafft. Ja, genau. Also, von den Bewegungsabläufen muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen hier in der zweiten Liga, dass wir ja da auf jeden Fall noch nicht so die Leute haben, die jetzt auch so mitdenken, wie ich das gerne hätte. Und die Laufwege so wählen, wie ich die gerne hätte. Wer war das? Terodde? Da habe ich mir sogar einen geholt, einen Terodde, in meiner privaten Karriere. Wusste gar nicht, dass es den auch so gibt. Den Terodde, den ich da hatte, gibt es auf jeden Fall nicht. So, das war für uns. Da hat er gehalten. Ja, genau, da haben wir nicht hingepasst, aber in dem Moment egal. So, schöner Kombinationsfußball hier. Wo passt du hin, Kollege? Mann, Mann, Mann. Viel, viel, viel zu weit. Ich muss nochmal nachschauen, ob das hier wirklich so eingestellt ist, wie ich das gedacht habe. Denn normalerweise habe ich jetzt das mal so abgeändert, dass er hier wenigstens die Passerkennung einigermaßen drin hat. Denn ich sehe nicht ein, dass er hier unnötig Fehler reinhaut, die jetzt aber trotzdem passieren. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist oder ob es einfach nur nicht gespeichert wurde, die Einstellung, die ich da gemacht habe. Was jetzt? Was jetzt? Boah, da kriegt er hier nochmal einen Freistoß aus der Position. Das ist doch echt nicht wahr, oder was? Na, ein Glück. War nicht nötig. Der Pfiff war umsonst. Denn eigentlich war in der Situation nicht wirklich was zu machen für mich. Konnte da nicht nochmal abstoppen und sagen, hier, ne, nimm mal den Fuß weg oder so. Wo passt du hin? Pass nach unten, Kollege. Mann, Mann, Mann. Tja, der kommt nicht durch. Der war wenigstens so geplant, aber naja. So, aus. Gut, und dann kannst du auch abpfeifen. Auch den Abschluss jetzt nicht nochmal hier rauskloppen eigentlich, aber naja. Wenn du das so möchtest, hauen wir den nochmal raus. Und damit haben wir das Spiel gewonnen. Schade, ich habe mein Ziel nicht erreicht, das 2 zu 0 zu schaffen. Aber mit dem Sieg dürfen wir zufrieden sein. Wir dürfen auf Platz 1 verweilen, hoffe ich. Je nachdem, wie die Tordifferenz jetzt ist von unserem Konkurrenten, der ja mit uns auf demselben Platz steht. So, Halstenberg bedankt sich hier, dass er spielen durfte. Freut sich. Haben sie hier sogar ein Grinsen auf dem Bild. Wäre noch cool, wenn sie das immer abhängig davon machen, wie seine Laune momentan ist. So, was die kommende Partie angeht, möchte gleich nochmal spielen. Das können wir eigentlich sogar machen bei ihm. Denn er hat wirklich nicht verkehrt gespielt. So, wir gucken nochmal schnell die Tabelle an. Denn wir wollen ja im Auge behalten, wo wir jetzt hier stehen. Ja, dafür sollte ich aber die Tabelle angucken und nicht die Begegnungen. Das ist immer so verwirrend, wenn beides
solche Sachen sind. Ja, wir sind einen Punkt immer noch vorne. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir nicht punktgleich waren. Deswegen ist es egal, wie die Tordifferenz ist. Aber die scheint generell nicht so gut zu sein. Auch bei unseren Verfolgern hier, die haben alle dieselbe Tordifferenz wie wir. Greuther führt hier mit der besten Tordifferenz auf Platz 7. Und unsere ärgsten Verfolger sind eigentlich Lautern, München und Paderborn. Naja. Und Dresden, die einzige Mannschaft, die uns geschlagen hat, ist auf Platz 16. Das ist ja auch super. Wir haben denen die 3 Punkte geschenkt. Das ist auch so eine lustige Geschichte. Gut, und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.